You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. You can't turn off. Wir sind jetzt bei Rewe. Wir haben nämlich zum Frühstücken nichts mehr, mehr oder weniger. Müssen mal wieder Milch einkaufen. Ich nehme mir mal wieder so einen Salat mit, der schmeckt so gut. Pauline möchte gerne das hier frühstücken und Milch haben wir wieder gekauft. Wir nehmen für heute Paella mit, das ist irgendwie neu, kenne ich aber nicht. Wir nehmen uns noch was zum Trinken mit bei der Hitze. Du nimmst die da, was ist das? Berries Zitrone und ich habe Zitrone Minze. Wir nehmen auch mal die hier mit zum Testen und teilen uns die. Pauline sammelt übrigens von Rewe diese Bilder. Man hat jetzt schon einige. Es fehlen noch ein paar, aber sind schon ziemlich viele da. Manche aus deiner Schule hatten schon alle voll, gell? Das sind meine doppelten Karten hier oben. Ja, na, die kannst du ja tauschen, wenn die Schule nächste Woche wieder losgeht. Das Lustige ist, ich habe die zweimal und die zweimal doppelt. Den einmal und den auch. Ja. Und heute hast du endlich dieses Vereinsding bekommen. Ja, dann habe ich noch den hier bekommen und den. Ja, voll cool. Super. So, jetzt frühstücken wir. Super gesundes Frühstück. Bei mir weniger. Ja, na, bei mir, das hier ist gesund, aber das hier ist der Nachtisch. Und du isst das da und dann das der Nachtisch. Und das hier ist unser gesundes Getränk. Ja, also mega ungesund ist es nicht, aber es ist ohne Süßungsmittel und hat weniger Zucker. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Achtung. Wow. Ich freue mich schon total auf die WM. Es geht auf. Oh, Pauline. Es ist hochgegangen. Ja, die Hauptsache, es läuft nicht über. Das wäre jetzt auf dem Tisch hier echt suboptimal. Oh, es riecht so gut danach. So, jetzt mache ich mal dieses KitKat auf Ruby Cacao Beans. Bin hier echt mal gespannt, wie das schmeckt. So sieht die Schoki aus. Ich beiß dann mal rein. Ja, ist jetzt nicht so der Brüller, muss ich sagen. Kann man mal essen, muss man aber nicht. Schon gut, ist halt rosa Schokolade außenrum. Ja. Auch nicht besonders süß oder so. Geht so. Aber ganz schön schnell schmalzig. Matschig. Schmalzig. Wir fahren jetzt gleich zum Tierpark Bretten. Ich wollte unbedingt heute was unternehmen, aber auch nicht so was Riesengroßes. Und deswegen machen wir so was Halbgroßes. Das ist auch nicht so teuer und ist auch schön, dann mal wieder Tiere zu sehen. Wir sind in Bretten beim Tierpark. Und hier ist es schön windig, gell? Oh ja. Ist richtig angenehm bei dem Wetter. Eigentlich ist es ganz schön heiß heute, aber hier im Wald ist es echt angenehm. Das dachte ich mir auch schon. Hier ist es auszuhalten. Im Schwimmbad zum Beispiel wäre es jetzt nicht auszuhalten, weil ich ja sowieso immer gleich verbrenne. Ich brenne regelrecht nieder. So, wir haben auch Futter geholt. Dann können wir die Tiere füttern. Ich glaube, den Ziegen ist es zurzeit zu heiß, deswegen kommen die nicht her. Normalerweise kommen die immer bis zum Eingang. Oh, da ist ein kleines Känguru. Guck mal. Süß. Ja, hier kommen die Ziegen. Ich wusste das doch. Oh, guck mal, wie die angerannt kommt, die Kleine. Oh, wie die Ziege. Oh, die ist gerade über den Zaun. Wow, Pauline, pass auf, weil die haut dir echt das Futter weg. Hey, hallo. Ich habe leider nichts für dich. Musst du dich an Pauline halten. Lass mich in Ruhe. Ja, guck, die kommen hier voll über den Zaun drüber. Hey, ich wollte nicht essen. Pauline, halt es gut hoch, weil die haut dir echt das Teil. Guck, die Kleine ist auch über den Zaun. So frech. Na, komm. Und, kommst du auch über den Zaun? Hä, kommst du auch über den Zaun? Ich glaube, die schafft das nicht. Ich glaube, die ist zu faul. Weil sie es kriegt, kommt sie nicht drüber. Du kriegst nicht mehr. Hier, komm. Hopp, hopp, mach. Oh, ja. Oh, super. Gott. Ich liebe die Kleinen.
Das ist so cool. Okay, du willst auch was. Aber ich kann nicht. Ja, ich glaube, für den Sprung hat sie sich das verdient. Und, kommst du auch über den Zaun? Hier, hopp. Na hopp, das muss man sich verdienen. Da muss man schon über den Zaun springen. Wie die aussieht mit ihrem Kopf. Erstmal den Bart schrubben. Weil du bist ja okay, das ist noch eine kleine. Hey. Nein, du kriegst nein, du nicht. Die Großen kriegen nichts. Ihr seid schon voll. Ja, genau. Große kriegen nichts, die sind schon groß. Wenn wir das bei den Menschen auch so machen. Du wolltest gerade der Kleinen was wegnehmen. Hallo, Ziegelein. Hey. Was erwartest du? Oh, guck. Oh, schau mal, ein Reh. Ich dachte, das Reh springt jetzt auch drüber. Nein, lass mich in Ruhe. Ey, guck mal, die Ziege! Hallo, Rehlein! Hallo, Rehlein! Hallo! Na? Oh! Ja, keine Angst. Schön flach halten. So schön flach. Ziege! Nicht schon wieder du! Zisch ab! Oh, guck, mein Reh! So schön. Oh, oh Babyziege! Immer diese Züge. Ey, geh bitte mal. Du bist so hübsch, du schönes Reh. Geh. Hey, Rehlein. Bitte geh. Die Ziege nervt. Ja, die ist halt frech, deswegen ist die auch so dick. Die setzt sich überall durch. Hey, guck mal. Willst du in die Kamera gucken oder was? Da drüben sind die Babys, die trauen sich, glaube ich, nicht herzukommen. Die weinen. Ja, die rufen nach Mama und Papa und so, glaube ich. Na, kommt her, ihr kleinen Babys. Oh, guck mal, die kommen. Guck mal, jetzt kommen sie. Oh, ist süß. Nein, die verfolgen nur den. Nee, das ist, glaube ich, die Mama. Die verfolgen die Mama wahrscheinlich. In Ruhe lassen. Oh, schau mal, wie süß. Mama! Ich hab Probleme, ich kann die Tür nicht mehr zumachen. Ja, das ist wirklich ein Problem. Achtung! Oh, ist das süß, das Kleine. Oh, ich will das Kleine füttern. Du, aber jetzt nicht die rauslassen. Ich glaube, das ist bei den Kleinen nicht so gedacht. Nein. Das ist ein kleines ich will das kleine Baby. Füttern. Ich will ein kleines Baby. Ich will Baby. Nur das Kleine füttern. Ja, das Kleine, das ist immer bei Mama. Deswegen hat es eben auch geweint. Die sind noch ganz klein. Nein! Ich hasse Ziegen! Ja, die kommen auch zu mir, obwohl ich gar kein Futter habe. Die kommen sogar zu mir hoch. Guck mal, da liegt dein Baby. Oh Gott, du atmest so komisch. Ein Baby. Na? Oh, bist du süß. Oh, bist du süß. Guck mal. Oh, das ist so süß. Hallo, Süße. Oh, die süße Ziege ist gar nicht so süß. Ja. Ja, immer aufpassen, dass sie nicht deine Tüte bekommen. Sonst ja, ist sie weg. Ja, das ist ja gerade mein Problem. Sonst ist sie weg. Ja. Ah, wie süß. Weißt du? Ja, du musst die Hände flach machen, sonst beißen die dir in die Finger. Wir gehen jetzt mal da unten lang, weil ich glaube, da sind noch mehr Rehe. Ich wollte so gerne die Rehe sehen. Guck mal, da gibt es ganz viele tolle Tiere, Pauline. Was ist da? Ein schlafendes Tier. Das ist ein Nasenbär. Ich versuche den was hinzuschmeißen. Hallo Nasenbär. Okay. Ohne Flecken. Hier sind Schweine. Guck mal, jetzt hast du es schon angelockt und angesprochen. Da musst du auch was reinschmeißen. Schweinchen. Ja, schmeiß einfach. Nee, schmeiß einfach rein. Ja. Oh. Pony! Das Pony ist eben gerade so toll gerannt. Da ist eine Ziege schon wieder. Ja, die sind überall.
Oh, guck mal, voll süß. Mhm. Voll die Babys. Ich will die Pferde füttern. Bitte keine bösen Geräusche, dann hab ich Angst. Du musst halt die Tüte echt hochhalten. Die sind so frech. Ja, gleich. Das Pferd guckt schon so. Ziege, lass mich in Frieden. Bitte tu mir nicht weh. Flach. Und dann tun die dir auch nicht weh. Du musst einfach flach halten. Oh, ich will das Pony füttern. Aber diese Ziege. Ziege zu schaffen. Deswegen sagt man immer doofe Ziege. Die sind wirklich doof. Schaf! Hallo. Ja, Pauline. Pauline ist überfallen. Komm her. Du darfst mich hier nicht sterben. Ich darf nicht. Ich wollte Reh füttern. Ja, ich hab nichts. Das Reh ist doch total ungefährlich. Ja, streich. Oh, was für ein Plüschfell das hat. Ja, die sind ganz schön. Ich streichel ich nicht. Rehe sind schön weich. Mach nochmal. Streich nochmal. Das macht nichts. Du bist so süß. Ham, ham, ham. Leck, leck. Kleider schmecken super gut. Noch gleich. Da ist noch ein Ich hab nichts. Hier. Komm. Komm, Reh. Komm. Hier, Reh. Kommst du mit? Neben mir. Was willst du? Was willst du? Komm, Reh. Komm, Reh. Hier ist was ganz schön hart kaputt. Ah, wie süß. Ah, schön. Eine Riesenkarotte. Ja, das essen die. Steckt gleich komplette Karotte in den Mund. Ja, guck, das machen die alle. Ja, aber nicht die komplette Karotte. Ja, beiß doch mal. Hey, wow. Für dich habe ich leider keine, ihr müsst euch die teilen. Warte. Das sind Hausesel. Hausesel. Wie süß. Run, Forest, run! Hä? Ich dachte, du wirst da jetzt hochrennen. Aber das passt hier voll so. Run, Forest, run! Renn, Forest! Hier im Wald passt es sehr gut. Hilfe! Nee, du guckst mal, was da oben ist, bitte. Hier will jemand sich annähern. Komisch. Voll das Tier in den Klamotten. Hey! I'm scared. Come on, Ferrand. Nein, nicht mehr nachlaufen. Oh. Oh. Boah. Die Rehe sind ja doch frech. Ja, dann gib denen noch was. Wir haben die zu lange warten lassen. Warte. Gib erstmal eine. Das erste. Das merke ich. Halt. Ich kann dir nicht. Ja, jetzt werden die Rehe frech. Ist ja echt übel. Wer kriegt ihr nicht? Freche Tiere. Ich will jetzt zu den Alpakas. So, wir versuchen jetzt mal zu den Alpakas zu kommen. Oh ja, wie süß. Wir werden weiter von einem Reh verfolgt. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Oh, ich habe Angst. Du bist so süß. Ey, der hat mir gerade einen kleinen Finger gebissen. Ja. Der ist so böse. Ein bisschen was muss man hier schon mal entbehren können. Auf der Dame. Hallo Reh, willst du mit zu uns zu den Alpakas gehen? Alpakas sind deine Freunde, gell? Ja, es sind meine besten Freunde. Vor allem der läuft halt auch so. Hua!
Das Reh ist frech. Da vorne auf der Wiese sind meine besten Freunde, die Alpakas. Da sind auch noch mehr Kängurus. Ja, das dürfte sein. Da vorne ist ein Pfau. Aber die können auch ganz schön aggro sein. Muss ein bisschen gucken. Die sind nicht immer freundlich. Hey, Bro. Danke, dass du uns vorbeigelassen hast. Oh, oh. Oh, diese Ziegen, echt. Die sind ja überall. Und da ist wieder ein Reh. Hallo, Ziege. Mach das mal bis da hoch. Ne? Wow, schaut mal, der Pfau. Sieht voll cool aus. Wissen die das Foto? Ich weiß nicht, ob der da drauf steht. Oh, sieht das schön aus. Wow. Das sieht irgendwie aus wie so eine Satellitenanlage, vielleicht will der Fernsehen oder so. Oh ja, ich habe endlich Empfang. Das ist aber lecker, Futi. Wollen wir teilen? Ich glaube nicht. Hier sind meine Buddies, die Alpakas. Und guck mal, da sind Baby-Alpakas. Voll die Babys. Schau mal, die Babys. Daneben. Aber vorsichtig, kann sein, dass die ängstlich sind. Ah, wie süß. Die essen immer alles. Na, die haben auch einen schmalen Mund. Die kriegen gar nicht so viel rein. Ah, voll süß. Die sind ganz schön zutraulich. Ich hätte jetzt gedacht, die sind eher ängstlicher. Ich bin ja auch vorsichtig hingegangen. Hallo. Ja, gleich. Also, du kriegst auch noch was. Warte. Der ist riesig. Na, der hier ist frech. Ist bestimmt ein Junge. Aber der sieht voll süß aus, deswegen den kann man nicht genug geben. Aber jetzt ist der auch mehr. Ich glaube, der ist echt zutraulich. Oh, ich will dem Schlafenden mal was geben. Ja, ich glaube, der schläft, weil er keinen Hunger hat. Oder? Ja. Ja, das dritte ist jetzt da hinten bei Mama. Ich glaube, das ist Mama da. Hallo. Na? Ja, streicheln lassen die sich nicht so. Guck mal, was die für einen süßen Schwanz haben. Total süß. Voll süß. Das hört sich so süß an, wenn es schluckt. Echt? Da muss man wirklich nah dran, dass man es hört. Bitte, meine Finger sind nicht entfressen. Ich habe seinen Zahn berührt. Oh mein Gott, ich habe einen Zahn eines Alpakas berührt. Was ist denn das, echt Alpaka? Der spuckt das letzte immer aus. Oh, süß, ich finde dieses Fell so schön. Ist so schön und hier ist es auch echt nicht zu heiß, jetzt, obwohl es ja heute ein heißer Tag ist. Aber hier ist echt angenehm. Da drüben liegt ein Lama. Dieses Gescheckte. Hom, hom. Oh, süß. Die fühlen sich so kuschelig an. Ja, ich liebe Alpakas. Die sind so süß. Komm, wir nehmen eins mit. Ich glaube, der genießt es. Oh, ich würde gerne so einen Riesenalpaka machen. Ich mag auch einen Streich. Oh mein Gott, ist das weich. Ich glaube, die legen sich echt hin. Ja, das hier hat sich gerade so in den Blättern gewälzt. Das war voll süß. Das sieht man richtig. Ganz lang gestreckt und gedreht dabei. Oh Gott,
Alter, Respekt, dass du das da muss ich, glaube ich, noch mal mit den Kindern daran. Hm? Warte. Ich glaube, der hat noch Hunger. No. Oh, so süß. Oh, guck mal, guck mal. Gottlich. Oh, guck mal, da kommt der. Der macht jetzt bestimmtes. Boah! Hä? Du bist ja frech. Ich wusste, dass du frech bist. Tritt den einfach von hinten, dass er aufsteht, ey. Alles gut bei dir? Oh. Jetzt gibt's Brofist. Brofist mitten auf die Nase. Dir will ich nichts mehr, du Böse. Jetzt sind wir noch ein bisschen weiter oben. Da hinten liegt einer, der tarnt sich wie ein Baum, hat Pauline gerade gesagt. Ein Tarnvogel. Tarnvögelchen. Das sind zwei sogar. Ah, zwei nebeneinander, stimmt. Das eine hinten dran ist ein weißes Tier. Ja, da ist ein weißer hinten dran und ein grauer vorne. Hui, so schön. Hä? Wolle, genau, stimmt. Alpaka-Wolle. Ich nehme mir was mit. Zeig mal in die Kamera. Ist ein bisschen dreckig, aber was soll's. Sieht aber echt ganz schön rausgefetzt aus. Die reden. Genau, die unterhalten sich. Yo, Bro, wo bist du? Komm mal her. Ja, also die sind auch nicht so nett. Da würde ich jetzt nicht so hinterherlaufen. Wenn der aggro wird, wird er sauer. Ich will mir nur ordentlich viel mitnehmen. Guck mal, wer hier zu Besuch kommt. Wow. Er tut nicht. Hey. Der guckt so. Ja. Ja. Ich kann reden. Ich will dir nichts tun. Oder vielleicht eine Feder von dir nehmen. Eine Feder von dir nehmen. Nur eine Feder von dir nehmen. Ansonsten will ich eigentlich gar nichts. Ich glaube, der rastet aus, wenn du dem eine Feder klaust. Das hier sind Maras, große Pampahasen soll das sein. Familie der Meerschweinchen. Ja, hat was. Die kleinen Babys sind so süß. Ja, die sind echt goldig. Die sind sehr schüchtern. Die hauen immer ab, wenn man sie filmen möchte. Guck mal, oh wie süß. Baby, hallo. Zu kleine Babys. Oh, vor allem der kleine putzt sich gerade. Kleine. Futter. Das sind, glaube ich, echt zwei frisch geborene oder so. Ja, na, die sind noch ziemlich klein, ja. So einen Monat alt vielleicht. Keine Ahnung. Oh, mein Bibibi. Ja, die Große muss gleich hinterher. Auch wenn du die Mutter bist. Meine Bibibi. Ich wollte dein Baby was geben. Meine Bibi. Ey. Friss die Hand, genau. Friss die Hand. Wir haben dich umzingelt. Hallo, Baby. Mama. Hey. Hier ist noch eine. Was ist, Kind? Mama! Was ist, Kind? Du hast doch gesagt, die sollen dir die Hand fressen. Und das ist Baby. Hübsch, das Baby. Baby. Warte mal. Du, lass mal. Es kommt bestimmt, wenn du es... Wie bitte? Hallo, Baby.
Kaffee. Oh, so ein süßes Bibi. Hey, du bist frech. Du kommst hier einfach an meinen Klamotten hoch. Hallo? Eine Mutter hat mich gerade verarscht, dass das hier ihr Baby wäre. Achso, Sie sind die Mutter. Ja, Sie sind die Mutter. Hier sind ganz viele kleine Babys. Die haben ja echt so viele Babys. Unfassbar. Richtig schön. Das war, glaube ich, echt der richtige Zeitpunkt, um hierher zu kommen. Esel! Esel, ich dachte eben, oh, ist aber ein gestreifter Esel heute. Ja, schön, dass die hier die Zebras hingestellt haben. Na, die hatten, glaube ich, schon immer gestanden, oder haben die das kleiner oder größer gemacht? Irgendwie, keine Vielleicht Ahnung. Größer gemacht, weil es sieht auch irgendwie so aus. Ja, irgendwie, glaube ich, haben die da was zusammengelegt. Ja. Ja, die Zebras können auch ganz schön frech sein. Aber guck mal, da hatte dich letztens auch eins geknappt. Musst du ein bisschen gucken. Ich habe leider kein Futter mehr, Zebra. Du musst gar nicht so wütend werden. Nee, die Ziegen sind halt nur. Die haben ja alles weggenommen. Ja, bis zu spät. Hättest halt aus deinem Gehege kommen müssen, dann hättest du sehr viel bekommen. Mal gucken, ob die da vorne noch den Papagei haben, den sie mal hatten. Papagei? Ja, da vorne auf der Ecke, ja, da war immer ein Papagei. Der hat immer voll laut geschrien. Boah. Bonsai-Garten. Oh, aber auf Bonsai habe ich jetzt keinen Bock. Was ist Bonsai? Das ist Bäumchen. Zierbäumchen. Papagei! Hallo! Hi, Daddy Guy! Hallo! Hallo! Hey, Bro! Der soll mir nachreden. Hallo. 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 Hallo, Papagei. Hallo, Daddy Guy. Wieso spricht er denn nicht? Oh, der hat keinen Bock. Wahrscheinlich, wenn wir weggehen, dann sagt er, yo, Bro, go home. Papagei, bitte rede mit uns. Und da unten sind die Meerschweinchen. Oh. Hallo, Alaska. Ist der eigentlich irgendwie befestigt oder sitzt der einfach da immer? Bin mir gar nicht sicher. Nee, der sitzt da einfach nur. Die haben den nicht irgendwie befestigt. Nein. Ja, weil der könnt ihr auch abhauen. Wir auch können. Scheinbar geht's ihm hier gut. Guck mal, du kriegst Antwort aus dem Baum. Da, der Vogel. Hey, komm auf meinen Baum. Ich will mich mit dir unterhalten. Was? Ja, enttäusch ihn doch jetzt nicht. Wir haben auch noch Zeit. Wir müssen noch nicht gleich nach Hause fahren. Du kannst ruhig auf den Baum gehen, dich mit ihm unterhalten. Ich glaube, dann fliegt er aber weg, wenn ich da hochkletter. So, da vorne snacken wir noch ein bisschen was. Mal gucken. Vielleicht habe ich gar keinen Bock auf Eis. Sieht nämlich nach Pommes oder Wurst davor noch aus. Hier kann man echt ganz schön sitzen. Und es ist so schön kühl und angenehm bei diesem Wetter hier im Wald. Echt gute Idee gewesen, dass wir hierher gefahren sind. Wir haben uns lecker Wurst geholt mit Brötchen. Ich nehme Senf und Pauline mag Ketchup. Hier haben die sogar endlich mal dieses Kindereis, das ich die ganze Zeit in den Läden gesucht habe. Und hier an einem Kiosk findet man es dann plötzlich. Pauline hat sich jetzt ein Cornetto geholt und ich habe mir so ein Kindersandwich geholt. Ist aber ganz schön klein, guckt mal. Voll mini. Das geht nur bis hierhin. Nee, das sind nicht 80, das war 1,10. Und so sieht das Kindersandwich aus. Ja, wird wahrscheinlich im Wesentlichen so wie andere Sandwiches schmecken. Ja, also es schmeckt auf jeden Fall ganz lecker. Weißbüschläffchen. Guck mal, der will zu uns. Der piepst wie ein Vogel. Und reibt jetzt den Kopf an den Ast. Ich glaube, wenn wir eine Banane hätten, würde das. Oh Gott, oh Gott. So, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Können wir verabschieden uns noch von den Zuschauern. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Fett.
einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Tschüss!